Weiße Pisten und blauer Himmel heben die Stimmung in Salzburgs Wintersportdestinationen. Die Regionen sind jetzt in den Weihnachtsferien praktisch ausgebucht und auch für die restliche Wintersaison schaut es sehr gut aus. Gastfreundschaft, Vielfalt, hohe Qualität und die Investitionen zahlen sich aus. Ein Blick nach Altenmarkt-Zauchensee, Goldegg, ins Gasteinertal und in den WM-Ort Saalbach-Hinterglemm. Die Buchungslage ist im Moment in Saalbach-Hinterglemm sehr, sehr erfreulich, sehr, sehr positiv, sehr gut. Es gibt fast kein Bett mehr über den Jahreswechsel. Die Stimmung ist hervorragend, die Gäste sind super drauf, dementsprechend sind auch die Unternehmer gut drauf. Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an im Moment. Wir haben Gott sei Dank sehr viel Geld die letzten Jahre investiert in unsere ganze Beschneiungstechnologie, um dementsprechend auch jetzt eine super Unterlage zu schaffen. Also es ist schon die Kombination aus Skifahren, dann auch den Spaß, den man hier in Saalbach-Hinterglemm genießen kann, sei es auf die Kulinarik am Berg oder beim Après-Ski. Das ist schon eine gute Mischung mit den qualitativ hochwertigen Betrieben. Also wir sind sehr, sehr gut ausgelastet und gerade die Investition in Qualität in alle Richtungen hat sich bezahlt gemacht. Wir sind glücklich, dass wir so eine gute Schneelage haben. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder nachinvestiert und wir sind jetzt schon auf gutem Stand. Und wir können so in 10, 15 Tagen können wir das Skigebiet, wenn es kalt genug ist, beschneien. Ich gehe davon aus, dass es ab Mitte Jänner dann einen kräftigen Niederschlag geben wird. Aber auch wenn es keinen Niederschlag gibt oder wenig Niederschlag gibt und wenn es kalt genug bleibt, dann werden wir sicher die Saison bis Ostern retten können. Ich glaube, bei uns ist die Vielfältigkeit und die ganze als Ganzjahresdestination, das ist sehr positiv in unserer Region. Wir haben, ihr seht im Hintergrund, eine funktionierende Loipe und das in Zeiten wie diesen, wo der Schnee doch eher Mangelware ist. Wir versuchen alles, wenn Frau Holle uns dann gnädig ist, dass wir auch unser Skigebiet aktivieren. Der Babylift, der geht, also für die Familien ist alles angerichtet. Also bei uns spielt mit Sicherheit die Höhenlage eine große Rolle. Wenn man zum Beispiel nach Sportgastein schaut, da hat es gestern, vorgestern ordentlich Neuschnee gegeben. Die nächsten Wochen schauen gut aus. Im Jänner haben wir ungefähr 70-75% Auslastungsvorschau. Im Februar sind es mittlerweile über 80% schon. Und wenn dann kurzfristige Buchungen hinzukommen und die Wetterlage gut bleibt, dann wird es wieder ein ganz erfolgreicher, super Wintersaison. Nach der Pandemie hat man ja gesagt, ja, es wird nur mehr die Hälfte kommen. Es ist genau das Gegenteil. Das Skifahren ist nicht wegzudenken, nicht wegzudiskutieren. Aus nah und fern, es ist alles da im Tal. Und wir haben eine Riesenfreude. Und wenn man so schaut, gegen Mittag hin, wie die Leute jubeln, weil es so schön zum Skifahren geht. Und ich kann nur eins sagen, unseren schönen Sport, den redet man nicht tot.